Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zu einem neuen SCB-Verse Report. Ja, willkommen zurück. Eine Woche ist schon wieder rum. Ja. Und wir zwei dürfen wieder moderieren. Ja, wir dürfen wieder drehen. Sehr schön. Genau. Und wir haben was Neues. Ja. Wir ein haben anderes nämlich, Hot Topic. Genau. Diesmal geht es nicht um 2.4. Der ist jetzt live, wie ihr hoffentlich alle schon mitbekommen habt. Nein, diesmal geht es um den Drake Dragonfly Concept Sale, der am Freitag gestartet ist. Ja, und der geht noch bis zum 27.06. nächsten Montag. Mhm. Also da könnt ihr den kleinen Weltraumflitzer, das Weltraummotorrad noch kaufen. Mhm. Und es gibt den für 37,90 € mit LTI-Versicherung. Standalone. Ja. Und es ist ein Standalone-Schiff. Das heißt, ihr habt kein Game-Package mit dabei, wenn ihr das jetzt kauft. Vorsicht also, wenn ihr das Spiel wollt, braucht ihr ein Game-Package. Das jetzt ist ein Standalone-Schiff, ist auch noch in der Konzeptphase. Das heißt, es gibt es noch nirgends zu sehen, außer ein paar hübschen Bildchen. Sieht aber auf jeden Fall ganz schick aus und es kommt in zwei Farben. Nämlich einmal in Schwarz und in Gelb. Schwarz wird es wohl immer verfügbar sein. Und Gelb ist die limitierte Concept-Sale-Edition sozusagen, der Prototyp, der jetzt an euch rausgeht. Ja, ihr könnt sie natürlich auch, wenn ihr Dortmund-Fans seid oder so, im Doppelpack holen. Stimmt. Genau, Doppelpack gibt's auch. Ja, und zwar für 70,39 €. Dann habt ihr beide drin. Das heißt aber auch, ihr behaltet dann beide. Und wenn ihr sie weiter verschenken wollt, ihr könnt es also nicht teilen und irgendwie ein Schiff weitergeben und das andere behalten. Also wenn, müsst ihr beide verschenken oder beide behalten. Genau. Ich habe tatsächlich mir auch das Doppelpack gekauft, selbst persönlich, weil dieses Ding spricht nach meinem Charakter. Er wird damit rumrasen, damit sagt ich jetzt schon. Ich freue mich. Also wirklich, seit ich irgendwie Star Wars Teil 3... Ja, genau. seit ich Star Wars Episode 6, es ist ja nicht Teil 3, in meiner Zeitrechnung ist es immer noch Teil 3, aber Episode 6 gesehen habe und das erste Mal Speederbikes gesehen habe, habe ich gesagt, sowas will ich haben. Definitiv. Von daher, lasst uns mal wissen, wie ihr die Dragonfly findet, wie ihr das ganze Konzept findet. Es ist das erste offene Schiff, komplett ohne Cockpit oder sonst irgendwas, wirklich ein Weltraummotorrad. Und sie soll sehr, sehr gut mit der Drake Caterpillar zusammenpassen. Und das ist nämlich der Anschlusssale. Super Überleitung von dir zum Anschlusssale. Genau, weil die Caterpillar ist auch wieder im Verkauf. Und da war der Preis, 265,37 € als Standalone mit 6 Monaten Versicherung. Oder ihr kauft sie im Paket mit 2 Dragonflies. Ja, einmal schwarz, einmal gelb. Ist denn dann mit dabei? Für 324,87 €. Habt dann aber inklusive LTI, also habt komplett für alle Schiffe dann. Ja. Die LTI dabei. Genau, die Lifetime Insurance ist dann überall auch auf der Caterpillar mit drauf. Das heißt, für Leute, die sie unbedingt noch haben wollen und gerade auf die Lifetime Insurance da gespannt sind, die wollen bestimmt diese Kombination haben. Ist eine sehr, sehr schöne Sache. Die Schiffe sollen eben sehr gut zusammenpassen. Dazu haben wir ein Video gemacht, was im Hintergrund läuft. Das ist das Concept-Sale-Video, was ich gemacht habe, wo man so ein bisschen auch darauf eingeht, wie soll die Wechselwirkung sein zwischen eben der Caterpillar und der Dragonfly, wie soll das zusammengehen. Darum sind sie beide jetzt auch zusammen nochmal im Verkauf. Wir wollen aber auch darauf hinweisen, ganz wichtig, dass ihr diese Schiffe nicht kaufen müsst, auch wenn ihr sie später im Spiel haben wollt. Ihr könnt die auch später, sowohl die Caterpillar als auch die Dragonfly, für Ingame Credits kaufen. Das heißt, erst wenn das Spiel released ist, könnt ihr die Credits verdienen und sie euch dann irgendwann selber kaufen. Das mit dem Concept Sale ist jetzt zur Unterstützung des Spiels und der Entwicklung und vor allem, wenn ihr wirklich Lifetime Insurance haben wollt, denn das wird jetzt das einzige Mal sein, dass quasi die Dragonfly mit Lifetime Insurance rausgeht, ne? Ja. Und mit dem Video hast du gesagt, und Q&As wird es noch geben, ne? Wahrscheinlich im Laufe der Woche werden wir dazu noch ein Video bringen. Genau. Und ja, dann war es Freitag das. Freitag werden wir es aufnehmen, also wir fassen die beiden Q&As zusammen, genau. Ja. Mittwoch und Freitag kommen die raus. Freitag werden wir es nachts irgendwann aufnehmen, das heißt, das Video kommt irgendwie Freitag, Nacht, Samstag früh irgendwo für euch raus. Da werden dann nochmal die ganzen Fragen zusammengefasst, die man zur Dragonfly jetzt stellen kann. Ja, das war auf jeden Fall das Hot Topic. Wir haben da auch in Reverse the Verse gleich später noch ein paar Updates zu. Jetzt aber gehen wir noch mal zu den Weekly Updates und da starten wir nicht mit Around the Verse diesmal. Nein, da starten wir mit Alpha 2.4 und Star Citizen Base so genau. Rum. Da wurde nämlich ein Artikel für euch bereitgestellt. Also da werdet ihr alles nachlesen können.
auch in puncto Listenfehler, was funktioniert genau da nicht so? Und da kannst du einen kleinen Review machen. Genau, da mache ich einen kleinen Review zu. Also es gibt bekannte Fehler bei der Star Citizen Alpha jetzt noch. Da hat euch SCB den Artikel, der ursprünglich von Cloud Imperium Games kommt, direkt übersetzt. Da findet ihr erstmal eine Liste von bekannten Fehlern, wo, wenn ihr jetzt ins Spiel reingeht und ihr merkt, da stimmt was mit der Vanguard nicht, da stimmt was mit hier und da nicht, guckt auch erstmal rein, bevor ihr die dann auch reportet. Dann wisst ihr nämlich genau, okay, das ist schon bekannt, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Ja, und ich war jetzt am Wochenende ganz, ganz viel im PU unterwegs, das heißt wirklich mehrere Tage quasi mit vielen Leuten zusammen. Und ich muss sagen, also die Serverprobleme haben sich ein bisschen gelegt, es ist ein bisschen besser jetzt die Experience. Was immer noch schwierig ist, es wird auch überall berichtet, ist die Grafik. Das heißt, wir haben immer noch FPS-Einbrüche, es hakt und ruckelt überall noch gerne mal. Darauf müsst ihr euch einstellen, das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Kommt wahrscheinlich alles serverseitig. Das heißt, es hat nicht so viel mit eurer Hardware zu tun, als vielmehr mit den Servern auf der anderen Seite, die das einfach noch so schnell nicht verarbeiten können alles. Und da kommt es einfach zu Bottlenecks und Schwierigkeiten. Von daher, zweifelt nicht eure Hardware unbedingt an, sondern denkt erstmal... Schiebt's auf die anderen. Genau, schiebt's auf die anderen, schiebt's auf Star Citizen. Denn wie gesagt, das ist alles noch nicht optimiert. Weder die Server-Performance noch die Grafiken an sich, all das ist noch nicht optimiert. Das stelle ich momentan fest. Aber ich war wirklich, meine längste Session waren 4,5 Stunden ja, zusammen mit 12 Mann im Spiel. Also ich kann euch sagen, es geht, wenn man weiß, es ist eine Alpha und man muss Geduld haben und man muss auch ein bisschen mal das Ruckeln in Kauf nehmen. Dann geht's auf jeden Fall auch. Aber das wollte ich euch jetzt mal so mitgeben zur 2.4 und jetzt gehen wir sozusagen offiziell in die Weekly Updates mit Around the Verse. Ja, und in Around the Verse, da haben sie jetzt erstmal quasi sich ein bisschen ausgeruht, was den Alpha Patch 2.4 angeht und sich auf das Itemsystem 2.0 konzentriert. Also da geht die Arbeit fleißig weiter. Ja, dann an den Kontrollsystemen arbeiten sie auch, ne, für Komponenten und Waffen. Und gucken eben, dass alle Energiegeneratoren und Schildgeneratoren einzeln ansteuerbar sein werden. Und da sind sie eigentlich ziemlich... Ist wahrscheinlich das nächste große Update, würde ich jetzt mal so schätzen. Das Itemsystem 2.0, wie gesagt, das soll halt dazu führen, dass einzelne Items, egal ob sie am Körper sind, ob sie im Schiff sind, ob sie, egal wo sie sind, einzeln von euch ansteuerbar sind. Das heißt, man Kontrollen hat, um eben bestimmte Dinge, Waffen, Komponenten, Rüstungsteile und sowas, alles individuell festzulegen und anzusteuern. Außerdem prüft QA, also die Quality Assurance, prüft aktuell gerade schon 2.5. Und ein paar Features, die sie nicht weiter genannt haben. Genau, da wissen wir auch noch nicht mehr, was die neuen Features sein sollen. Aber sie testen außerdem das prozedurale Planetensystem. Das machen sie eigentlich. Mein Tipp ist 2.6. Da ist er wieder. Ja, prozedural ist so mein Tipp, wenn man jetzt überlegt, 2.5 ist jetzt der Anfang in Arbeit. Wir haben vielleicht Ende Juni die PTU-Phase 2.5. Dann kommt Ende Juli 2.6. Dann ist nämlich die Gamescom. Gamescom wollte ich auch. Und ich glaube, sie testen jetzt für 2.6, 2.7 rum irgendwo so die prozedurale Planetenlandung. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, und es gibt ein Update zum weiteren großen System, nämlich Subsumption. Ja, Subsumption, darüber haben wir letzte Woche auch schon berichtet. Ja, für die NPCs, künstliche Intelligenz soll ja da stattfinden. Und da haben sie gesagt, oder sind sie immer noch fleißig dabei, für Port Olisar und die Landezonen das Ganze so zu entwickeln, dass die NPCs sich da rumtreiben können und wenn ihr ihnen begegnet in der Werkstatt oder sonst wo, dass sie dann auch kommunizieren können oder eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen, da rumschrauben oder mal nicht so gut gelaunt sind oder überhaupt. Genau, finde ich auch. Finde ich eine super Sache. Ja. Müssen wir wohl noch ein bisschen drauf warten. Das soll Ende des Jahres ins PTU kommen. Also Subsumption ist ein Riesen-Update. Damit wird nämlich auf alles auf einmal bevölkert. Wie gesagt, überall werdet ihr dann NPCs treffen und es ist ein sehr, sehr großes Ding. Ich glaube, der Weihnachtskracher für 2016, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das wäre ein Riesending, wenn dann auf einmal überall Schiffe sind und überall Leute rumfliegen und sowas alles. Ne? Das wäre cool. Ja, wie ging es weiter? Mit dem Interview? Ah ja, genau. Genau. Also letzte Woche wurde der erste Teil veröffentlicht von Jim Martin. Der war mit im Interview. Das ist quasi der Illustrator, der Concept Artist. Und der liebe Gute beschäftigt sich mit den Schiffen und vor allem mit Drake und den Misk-Schiffen, aber er hat auch ein Vendul-Schiff. Ja, das Design dazu abgegeben. Ich werde jetzt nicht verraten, welches es ist. Nicht gut. Lest mal rein. Lest mal rein, genau. Ja, also er beschreibt, oder in dem Interview geht es halt darum, wie Chris auf ihn zugegangen ist und wie die beiden zusammengekommen sind und an welchen Schiffen er gearbeitet hat und woran er sich immer orientiert, zum Beispiel an der Caterpillar, klar, Raupenform und so und wie er das umgesetzt hat. Also ist ganz spannend. Cool.
Genau, ja. Waren zwei Teile, ne? Das zwei Teile, genau, das ist jetzt der zweite Teil. Ja, sehr schön, cool. Ja, von da aus gehen wir dann weiter nach Reverse the Verse. Und Reverse the Verse, da gab es erstmal ein ganzes Segment nochmal um die Dragonfly. Darum gehen wir jetzt hier nochmal ein bisschen deutlicher darauf ein, was da noch als zusätzliche Informationen kam. Zum Beispiel, dass der Malwettbewerb abgeschlossen ist und dass sie jetzt die Gewinner ausgewählt haben. Richtig, könnt ihr dann im Artikel gucken. Außerdem, haben sie noch ein paar Details verraten. Zum Beispiel, dass die einzigen beiden Schiffe, wo jetzt schon klar ist, dass die Dragonfly nicht reinpassen wird, das sind die Avenger und die Reliant. Ja. Mhm. Dafür wird sie in die Freelancer passen, ne? Das haben sie schon mal gesagt. Aber noch mit mehreren Fragezeichen versehen ist die Frage, wie viele von den Dragonflies passen jetzt dann eigentlich in die Caterpillar? Genau, sie haben ja gesagt, eigentlich pro Modul sollen es drei Dragonflies sein. Wenn man jetzt vier Module nimmt, wären das also, wie ihr auch schon im Concept-Sale-Video richtig runtergeschrieben habt, 12 Dragonflies. Ob das so kommt, ist aber noch nicht richtig klar. Es kann auch sein, dass man eben an einem Modul weniger besetzen kann oder irgendwie sowas in der Art. Das werden wir dann wirklich erleben und ich glaube, sie werden es versuchen, noch mit der Entwicklung der Caterpillar dann fertigzustellen. Ne? Also in dem Moment, wo die Caterpillar soweit ist, wird man das sicherlich erfahren. Ich glaube nämlich noch nicht, dass sie es in den Q&As jetzt beantworten können. Ja, werden wir dann sehen. Ja, genau, richtig. Genau. Ja, dann Ersatzschiff war noch. Ersatzschiff, ach genau. Das, ihr kriegt die, Merlin, die Merlin, genau. Genau. Jetzt als Ersatzschiff, weil das Ganze ja noch ein Konzept ist und damit ihr dann im Arena Commander so ein bisschen loslegen könnt. Richtig, genau. Ja, außerdem gab es noch bei Reverse the Verse, abgesehen von der Dragonfly, noch Updates zum Steam Controller. Wem das noch nichts sagt, mir sagte es persönlich tatsächlich auch noch nichts. Ist ein Gamepad im Endeffekt, ein Controller von Steam. Der ist noch nicht so weit, dass es für Star Citizen bereit ist, aber die QA-Teilung sitzt dran. Sie testen es, was ich ja nicht schlecht finde, weil ich ja eher die Controllerin genau, richtig. Bin. Weil mit dieser scheiß Tastatur, das ist echt. Nee, irgendwie, ich finde das wirklich, weißt du? Und dann Joystick, und du hast ja deine Joystick, aber ich irgendwie, nee. Ja. Controller! Also ja, sie testen auf jeden Fall, mal sehen, ob dabei was rumkommt. Mhm. Ne? Genau. Dann gab es Neues, keine weiteren Werbefilme zu den Schiffen erstmal im Moment, weil sie sich erstmal auf Squadron 42 und die Cinematics konzentrieren. Ja, dieses Team, was vorher die Werbefilme für die Mustang zum Beispiel oder für die Freelancer erstellt haben, die sitzen jetzt an den Cinematics und die sollen sich mal darauf bitte konzentrieren, denn Werbefilme können wir irgendwann später wieder haben. Das muss jetzt aber auch nicht sein. Genau. Ne? Keine Priorität. Schiffsupdates haben wir noch. Drei Stück zumindest haben wir aus Reverse the Verse, und zwar zur Herald. Die ist weiterhin aktuell im Greyboxing. Geht gut voran und sie haben ein bisschen interessante Quote dazu gesagt. Haben gesagt, sie entwickelt sich zu etwas Interessantem. Ah, ja. Something very interesting. Was auch immer das heißen soll. Pünktchen. Geht's da weiter, ja. Genau. Dann die Buccaneer, die ist noch nicht in der Whiteboxing-Phase, das haben sie ja auch noch gesagt. Und die Spinne, die Mining-Spinne, die kommt vielleicht auch in den Verkauf. Sobald das Mining fertig oder released ist oder an Start geht. Cooles Teil, sind wir mal gespannt drauf, ob man das dann auch noch kaufen kann. Wir werden es sehen. Wir machen von da aus weiter dann mit einem Spectrum Dispatch. Und das ist dann Letters of Keller Lensch, glaube ich, war das. Ja, und das war diesmal ganz interessant, weil Keller Lensch oder Lensch ist ein junger Wissenschaftler. Und der hat als erstes das Elysium-System entdeckt und festgestellt, dass die Tevarin sich als Species rumtreiben. Und das war im Jahre 2541. Mhm. Und in dem Spectrum, in dem Spectrum Dispatch wiederum geht es jetzt darum, dass er ursprünglich mal ausgesetzt wurde, so nenne ich es jetzt einfach mal, ne? eigentlich zu Forschungszwecken im Sinne der Menschheit. Sollte er sozusagen da Forschung betreiben mit Forschungsdrohnen, die ausgesetzt werden sollten auf dem Planeten. Letztendlich hat er aber herausgefunden, irgendwas stimmt doch hier nicht. Gibt nichts zu forschen. Gibt nämlich nichts zu forschen. und das Unternehmen New Horizon, das ist das Forschungsinstitut, was ihn losgeschickt hat, ist eigentlich eine Tochterfirma der Hathor-Gruppe. Hathor würde aber auch passen. Wäre auch passen, ja, das stimmt. Ja. Genau, und die wollen sich eigentlich nur bereichern und Bergbau betreiben und er sollte die Ressourcen halt auschecken und aber der Gute war zu clever, hat das jetzt also durchschaut, das Ganze. Hat dann im nächsten Brief an seinen Vater, den er immer berichtet,
geschrieben, dass er jetzt eine Kündigung eingereicht hat, aber nicht mal abgewartet hat, ob diese akzeptiert wurde, sondern gleich abgehauen ist. Und der nächste Brief ging dann halt darum, um die Entdeckung der neuen Species und des neuen Jump Points. Okay. Ja, also mehr dazu, lest rein, ist ganz spannend, das nachzuverfolgen. Es passt auch ganz gut in die Storyline, so, wenn ich mir überlege, dass sie gerade aktuell die Style Guides für die Tevarin ausarbeiten, ist das natürlich quasi der initiale, die Initialzündung, der Aufhänger, wenn man so will, dass er die Tevarin entdeckt hat. Wie gesagt, in Ingame-Zeit knappe über 400 Jahre her. Da kann jetzt schon noch ein bisschen was an Entwicklung folgen. Schaut mal rein, ist sehr, sehr schön übersetzt. Also ja, die SCB-Redaktion hat da auch echt Spaß daran. Ist eine schöne, wirklich schöne Lore geworden. Ja, lest mal rein, um ein bisschen was über die Geschichte zu erfahren, was da so hinter steckt bei Star Citizen. Ja, was hatten wir noch? Ansonsten, glaube ich, kommen wir zu den Videos schon. Ja, kommen wir eigentlich zu den Videos. Ja. Ne? Also es gab einen neuen Monatsreport. Den haben wir für euch aufbereitet. Ja. Also schaut mal rein, natürlich. Ist ja ganz klar, ne? Ja, aber hallo. Hallo. Die Road to 2.4 war natürlich das Thema vom Monatsreport, ganz viel. Aber es gab auch nicht ein paar andere Infos. Genau. Wir haben vor allem uns nämlich diesmal auch auf Squadron 42 fokussiert. Ja. Und Schiffsupdates natürlich. Na, selbstverständlich. Das war auf jeden Fall ein Ding. Schaut da nochmal rein. Monatsreport Mai war das dann. Und weiter ging es dann mit einer neuen Serie, die wir gestartet haben, nämlich einer Tutorial-Serie. Die war ja lange von euch gewünscht. Danke. Ja, es war wirklich sinnvoll. Wir fanden es auch wirklich. Man musste auch reinschauen. Immer, also wirklich, nicht nur die kompletten Neulinge von Star Citizen, sondern auch so, finde ich. Also, ja, weil die Tastatur hat sich halt komplett verändert. Genau. Ja. Neue Tastaturbelegung komplett, darum haben wir jetzt mal wirklich angefangen und gehen wirklich Stück für Stück los vom Aufwachen in Crusader bis zum übers Port Modification System von Mobiglas und Missionen annehmen, Schiff rufen und starten sowas alles. Und sowas genau. Dann eben Port Modification hat und starten. Das haben wir alles jetzt in den ersten beiden Episoden drin. Weezen und ich machen das ohne Facecam übrigens, aber dafür mit eingeblendeter Tastatur, damit ihr wirklich sehen könnt, was wir gerade in diesem Moment tun. Und ja, da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr reinschaut und uns Feedback dafür hinterlasst. Ja, und als nächstes wollt ihr wahrscheinlich die Flugsteuerung, ne? Ah ja, genau. Das ist die nächste Folge, die jetzt rauskommt. Darf ich das verraten? Ja, ja, klar. Ein bisschen Spoiler. Spoiler. Genau. Folge 3, die jetzt diese Woche rauskommen wird, geht es dann um die Flugsteuerung und eben wirklich Mission Running im PU, wie man so Mission wirklich abschließt. Und zum Abschluss werden wir dann auch nochmal einen Teil machen. Da geht es dann wirklich um Shopping und diesen ganzen Kram und so. Ja, ja, kommt alles noch. Ja, und bis dahin, bis das dann kommt, könnt ihr euch die Zeit vertreiben mit dem Livestream, der am Donnerstag mit dir wieder. Mhm. Let's Crash um 20.15 Uhr am 23.06. Wirst du das hosten. Genau. Ja, oder wirst du den Livestream hosten. Ja, wir werden uns natürlich über die Dragonfly unterhalten, noch ein paar Details dazu, Grund geben, die wir noch so gefunden haben. Und außerdem wird es eine zu gewinnen geben im Livestream. Das heißt eine gelbe, also, schaut eine schwarze? Rein. Das werdet ihr dann sehen. Werde ich euch noch nicht verraten. Aber auf jeden Fall haben wir eine als Secret Giveaway. Und werden sie euch dementsprechend gerne live in der Sendung verlosen. Schaut also rein, Donnerstag 20.15 Uhr live auf dem Crash Academy Twitch-Channel. Ja, und dann haben wir noch Interaction. Interaction, ja. Und ihr habt wieder fleißig mit abgestimmt. Wir haben euch letzte Woche gefragt, was haltet ihr denn von den neuen SCB-Progress-Seiten? Ne? Also Progress- und Schiffsstatus-Seiten. Und also eigentlich kann man sagen, die kommen im Moment sehr gut an. Also ich denke noch nicht nur im Moment, sondern auch für die Zukunft, weil das ist echt... Ja, das ist schön. Ja, ist richtig toll und danke, dass ihr da auch abgestimmt habt. Und ich fange eigentlich mal nur mit den hohen Zahlen an. Ne? Ja, genau. Also 75% haben gesagt, yes, sowas habe ich gesucht, habe ich unbedingt gebraucht, finde ich toll. 24% hatten gesagt, ja, okay, aber ich hatte es jetzt auch nicht vermisst. So, ist auch, ne? Okay so. Ist ja, auch klar. Okay. Natürlich. Ja. Und den Rest brauchen wir eigentlich gar nicht erwähnen, weil da gab es nur 1%, die gesagt haben, na, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Wenn, dann ist Sawyer natürlich immer sehr genau, ja, sehr detailliert. Ja, war auch eher eine Spaßantwort, um genau zu sein. Ja, und niemand hat gesagt, dass es unnötig war. Also wir danken euch sehr. Ja. Das ist nämlich eine Menge Arbeit, das alles zusammenzutragen. Jetzt wird es ein bisschen besser, glaube ich, wo man so wirklich nur noch aktualisieren muss. Aber vielen, vielen Dank für euer tolles Feedback. Schaut mal auf die Seiten rein, hinterlasst uns noch Feedback und Kommentare, wenn ihr euch noch was auffällt, wenn ich noch was ändern soll. Gerade die Schiffsliste versuche ich ständig zu aktualisieren. Guckt da jeden Tag rein und auch bei der Progress-Page. Da wird es immer ein bisschen dauern, weil es halt eine Grafik ist, die ich immer noch mal nachbearbeiten muss, wo ich ein bisschen noch was verändern muss. Aber ich werde sie auch laufend aktualisieren, solange ihr mir Feedback und wirklich Kommentare da lässt, was ich vielleicht übersehen habe oder was auch die Redaktion noch ändern kann, dann macht das bitte. Das wäre sehr, sehr schön. Die Adressen findet ihr übrigens hier unten in der Beschreibung von dem Video. Ja, cool. Das war's.
das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin hinterlasst uns viele Likes, Comments, Feedback, was auch immer ihr zu berichten habt. Wir lesen uns das alles immer schön Abonniert durch. Den Channel, ja, wenn ihr bei Star Citizen aktuell bleiben wollt, und natürlich freuen wir uns ganz, ganz besonders, wenn ihr uns auch mal auf der Patreon-Seite besucht, wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt. In diesem Sinne verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und Cecilia und Sawyer sagen am Ende wie immer ein gemeinsames See you on the flight deck.